Ja, servus, grüß dich und moin moin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Mein Name ist Stefan Bode und heute soll es wieder um Silber gehen, denn das letzte Silbervideo habe ich wohl die falsche Frage gestellt und euch entscheiden lassen, was wollen wir uns als nächstes angucken? Welche Unternehmen findet ihr spannend? Also es gab 36 Nennungen von verschiedenen Silberunternehmen. Wir werden hier nicht alle am Stück abarbeiten können, aber ich möchte zumindest schon mal anfangen. Und wir fangen heute an mit vier Unternehmen. Die Unternehmen sind First Majestic Silber, das war der meistgenannte Titel, und werden dann rübergehen zu Americas Gold und Silber, als nächstes dann Silver One und zum Vom Hans Meyer hat sich gewünscht Silver Spruce. Also, wir fangen an mit Silver Spruce von Hans Meyer. Schauen wir uns gleich am Chart an. Kurze Einführung, was macht das Unternehmen? Und dann geht es auch schon los an den Chart. Das machen wir jetzt genauso für die anderen Unternehmen entsprechend auch. Also bei Silver Spruce Resources, es ist ein Junior-Explorationsunternehmen. Wir fangen jetzt quasi an von den Kleinen. Ja, also hier ist ein, würde ich mal sagen, Zockertitel, ein kleiner Explorer, 10 Millionen kanadische Dollar Marktkapitalisierung. Und ja, exploriert nach Kupfer, Zink, Blei, Silber, Gold und seltenen Erden, hat drei, meines Erachtens drei wesentliche Liegenschaften. Früher hießen die mal First Labrador für die Älteren unter euch, aber die haben sich halt schon 2004 umbenannt. Sie haben eine Beteiligung im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua, 397 Hektar, große Fläche. Projekt ist Pino de Plata. Und dann haben sie noch eine in Ontario, in Kanada im Norden, knapp 4000 Hektar. Das ist das Projekt Machet Lake. Und dann haben sie noch eine 50% Beteiligung an Jackie Gold in Sonora, auch in Mexiko. Wir schalten um zum Chart. Okay, also, wenn wir uns das hier einmal anschauen, hatten die schon mal eine gute Zeit gehabt, Silver Spruce? In 2007 und danach ging es entsprechend abwärts. Also schlecht für die Altaktionäre, für diejenigen, die sich jetzt dafür so ein bisschen interessieren. Wir schalten mal auf logarithmisch um. Ist so ein klassischer Hype-Titel. Der könnte natürlich dann später, wenn Silber wieder, also wenn Silber jetzt den erwarteten Boden dann demnächst einhämmert, können solche Titel wieder aufwachen und ja, viele gieren natürlich dann danach oft nach dem schnellen Geld. Das kann gut gehen. Das liegt natürlich immer daran, wie die Explorationsergebnisse ausfallen. Und ja, Silver Spruce hat eine Finanzierung gemacht zu 6 kanadischen Cent. Aktuell notieren sie auch zu 6 kanadischen Cent und da gab es nochmal eine halbe Option zu 0,075 kanadischen Dollar hinzu. Also große Sprünge können die nicht machen. Aber wenn sie was finden, dann verdoppeln sich auch solche Titel sehr, sehr, sehr schnell. Meines Erachtens muss man dann natürlich auch schon wieder die Hälfte mitnehmen. Was man halt sieht hier vom Trend von 2007, ja, könnte man eigentlich auch fünfwellig zählen, quasi 1, 2, 3, 4, 5. Hier wäre quasi die Bodenbildungsphase abgeschlossen. Jetzt könnte ein neuer Zyklus gestartet sein. Und das schauen wir uns noch ein bisschen näher an. Also hier erste Aufwärtsbewegung, Korrekturphase A, B, C, weil ich glaube, da kommt in den nächsten 2, 3 Wochen erstmal nichts. Und von daher kann so ein Titel auch schnell nochmal runtergehen auf ja, 3 oder 4 kanadische Cent. Das wäre dann für die Zocker unter euch vielleicht mal ein bisschen Kleingeld reinschmeißen, in der Hoffnung, dass die dann, wenn die im Sommer Ergebnisse liefern, vielleicht auf 10, 12 oder 15 zu kennen, Cent hochspringen. Mehr möchte ich eigentlich zu Silver Spruce nicht sagen, lieber Hans Meyer. Ich hoffe, das reicht dir erstmal, weil viel Chart, man braucht schon Liquidität, um hier mit den Elliott-Wellen etwas weiterzukommen. Dann hatte MaSC angefragt nach Silver One.
noch nicht ganz so alt, 5 Jahre zumindest, der Chart. Silver One Resources hat das Candelaria-Projekt in Nevada. Und also da gibt es zwei Projekte, einmal das Candelaria-Projekt in Nevada und das Cherokee. Und dazu gibt es noch das Phoenix Silber-Projekt in Arizona. Tja, Exploration. Können die jetzt durchziehen bis zum Frühjahr 2022? Sie hatten letztes Jahr eine Finanzierung gemacht im Juli und damit sind sie eigentlich soweit finanziert, also dass es zumindest in den nächsten 1,5 Jahren keine Verwässerung geben muss. Ja, weil der Cash reicht jetzt aus, um erstmal durchzubohren, in Anführungsstrichen. Und wichtig ist, sie haben jetzt auch bekannt gegeben, dass sie die Liegenschaft, da haben sie Geld reingesteckt, aber einfach nur Geld verbrannt, in Mexiko verkauft haben an Silverton und dafür gibt es jetzt ein bisschen Cash und Aktien. Und Fokussierung finde ich immer gut, weil sonst hast du viel zu viele Projekte am Laufen. Es werden hier aber erst Bohrergebnisse im zweiten Quartal erwartet. Das heißt, wenn Silber jetzt nochmal die 2, 3 Dollar runterkommt, dann steht die Aktie aktuell bei 65 kanadischen Dollar Cent, kann die runter auf 57 oder wenn sie durchrutscht, auch schnell nochmal auf 34 runter. Ja, also hier wäre dann, wenn die tatsächlich so tief fallen, wäre das ein spannender Zukaufmoment. Es ist halt hochvolatil, ja, auch wenn es ein Unternehmen ist mit 136 Millionen Market Cap, also kanadischen Dollar Market Cap, kann das schon schnell auch mal in die andere Richtung gehen. Ja, der Silberpreis geht 2 Dollar runter, also entsprechend 10 Cent, 10% und so ein Titel halbiert sich. Ja, das ist so. Das, ja. Wenn das aber passieren sollte, ist das durchaus lukrativ, hier einzusteigen, denn sobald Silber dreht und hier die Bohrergebnisse reinkommen von Silver One Resources, das kann dann wieder sexy werden, um hier so eine Rallye von 34 hoch auf 1,20, dann machst du schnell mal eine Verdreifachung. Aber immer nur mit Geld reingehen, was man auch bereit ist zu verlieren. Wobei auf null in den nächsten paar Jahren sollte die eigentlich nicht gehen. Also hier hast du schon ein bisschen mehr Substanz bei der Silver One Resources als entsprechend bei Silver Spruce. Okay, dann habe ich hier noch einmal USA. Wo haben wir sie? Tum, 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 tum. Ich brauche Americas Gold. Zeig dem jetzt nicht sofort an. Okay, Americas Gold und Silber. Aber ich wollte diesen haben, in Toronto. Ja, das hat er sich gewünscht. Der Uwe Wünsch, der Max Skinner, 313, Lazica und Martina Schmidt und noch ein paar andere haben das geliked. Also gehen wir ein auf Americas Gold. Also, wir haben bei Americas Gold gab es die Bekanntgabe, dass sie jetzt in die kommerzielle Produktion einsteigen wollen. Zeitplan, merkt euch das bitte, wenn ein amerikanisches Unternehmen oder ein kanadisches Unternehmen oder viele Rohstoffunternehmen, ist es leider so, die sagen dir, ich baue dir so eine Mine innerhalb von 2 Jahren hin, dann kannst du locker ein halbes Jahr, manchmal auch bis zu ein Jahr oben drauf packen. In dieser Phase willst du nicht in eine Aktie investiert sein. Also entweder willst du in einem Explorer drinne sein und wenn der geile Bohrergebnisse hat, dann schießt so eine Aktie nach oben. Aber wenn aus einem Explorer ein Developer wird, also das Geld reicht niemals nie, ja, das sind immer die Kanadier und die US-Amerikaner, die haben immer utopische Zeitvorstellungen und da müssen die zigmal nachfinanzieren und das heißt jedes Mal eine Verwässerung. Und das sieht man eigentlich auch hier sehr schön am Chart. Und ja, und bis es dann so in eine Produktion reingeht, hast du ein bisschen Geld verloren und das ist halt doof. Ja, und die meisten verlieben sich ja in Aktien, das darfst du nicht machen. Jetzt ist es vielleicht interessant, in so eine Aktie, wenn die so langsam in die Produktion reinkommen, dann wird es interessant. Was ich kacke fand, habe ich mir hier aufgeschrieben, ist,
Sie haben aber jetzt im Mai 2020 nachfinanziert zu 2,50 Dollar, was okay ist. Dann haben sie aber nochmal nachfinanziert im September 2020, 10,2 Millionen Aktien zu 3,75 kanadische. Und dann nochmal jetzt erst im Januar nochmal 9,1 Millionen Aktien zu 3,30. Das heißt, du wurdest hier ständig verwässert. Klar, mit einem höheren Kurs immer, aber dennoch eine Verbesserung. Das heißt, die Gewinne, die in Zukunft kommen, müssen wieder durch mehr Leute geteilt werden. Ist doof. Ja, okay, sei es drum. Das kommt halt davon, wenn man halt zu optimistische Zeitpläne macht, dann ist das Geld ausgegeben und man hat noch Zeit zum Fertigbauen. Ja, da musst du halt auf Teufel komm raus entsprechend nachfinanzieren. Bei Silberminen ist das halt so. Und bei Goldminen sieht das aber auch nicht anders aus. Nichtsdestoweniger, wenn die jetzt ihre Produktionskapazitäten hochfahren, werden sie natürlich am Anfang erstmal mehr Gold produzieren. Deswegen wird auch hier in Goldäquivalente umgesetzt und das erste volle Jahr planen sie halt mit 75.000 Unzen. Da es zu Verzögerungen gab, wird dieses Jahr diese 75.000 Unzen definitiv nicht erreicht werden. Und ja, also fairer Wert wäre mit einem achtfachen Jahresgewinn so bei 4,25 Dollar kanadische. Aktuell steht sie, sind hier in Toronto bei 3 Dollar. Ja, das heißt, die kann aber auch nochmal locker, nochmal um 20% runterkommen, hier so im Bereich 2,50 Dollar, weil sie hat hier vom Jahrespivot darunter geschlossen und dann ist automatisch dieses Ziel hier unten bei knapp 2 kanadischen Dollar aktiviert. Und das kann, wie gesagt, wenn der Silberpreis jetzt nochmal 10% runterkommt, kann halt so eine Aktie, auch wenn sie eine Marktkapitalisierung von 386 Millionen kanadische Dollar aktuell hat, kann so eine Aktie auch schnell entsprechend hier auch nochmal abverkauft werden. Also würde ich mir hier einen Wecker hinstellen, so bei 2,51. Das ist dann ein cooler Abschlag. Und vom aktuellen Stand, wenn sie dann im Laufe des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wieder bei 4,25 steht, hast du 44% gemacht. Ich optimiere gerne, weil ich bin schon gut investiert. Ich würde einfach hier so ein Abstauberlimit hinsetzen, so bei 2,51 oder zumindest zum Wecker. Und dann gucke ich mir das an und dann sage ich, cool, jetzt habe ich eine Rendite auf einmal von 70%. Das mache ich gerne mit. Achtfach Jahresgewinn, das ist ein guter Abschlag im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen Werten, ob im Tech-Bereich, die hier Multimilliarden Dollar wert sind und erst in 1000 Jahren Gewinne erzielen. Ja, also hier werden schon Gewinne erzielt. Von daher ist so eine Aktie mir deutlich lieber. Aber dann optimiere ich auch gerne und versuche dann noch tiefer einzusteigen. Gut, das soweit dazu. Und dann gehen wir jetzt rüber zu First Majestic Silber. Jetzt muss man gucken, ob wir auch gleich die richtige haben. Ja. Okay, First Majestic Silber hat sich gewünscht. Und zwar CP oder CP, Wolfgang Survival Fan, Nicole Eishold, Julia Schneider. Insgesamt war das die meistgewünschte Aktie, zumindest aktueller Zeitpunkt. Wenn wir uns das angucken, First Majestic Silber, ja, hat hier übergeordnet. Ja, eine ABC-Formation abgeschlossen. Das heißt, das Hoch war auch hier in 2011. Und dann dieses Anspringen des Silberkurses, ja, im Dezember 15 hat die Aktie auch entsprechend voll mitgemacht, hat sich verachtfacht in diesem kurzen Zeitkorridor. Ja, und dann war auch wieder Ebbe. Und erst im März 2020 wurde dann diese Korrekturphase auch wieder abgeschlossen hier unten. Dann hatte ich, weil ich hatte die schon mal analysiert gehabt, letztes Jahr bei TradingView, First Majestic Silber, hat eigentlich ganz gute Ergebnisse gemacht. Ja, kam jetzt erst raus, glaube ich, im Februar kamen die Ergebnisse fürs Geschäftsjahr 2020, also das vierte Quartal und das Gesamtjahr. Positiver freier Cashflow, Umsatzwachstum ist um 21% gestiegen, war toll. Die Produktion ist aufgrund von 2 Monate Lockdown ein bisschen gesunken auf 5,48 Millionen produzierten Unzen im
vierten Quartal und im Gesamtjahr hatten sie um die 20 Millionen Unzen produziert. Also ein bisschen weniger als 2019. Was heißt ein bisschen? 20% weniger. 25 Millionen hatten sie, glaube ich, in 2019 gehabt. Und das Wachstum am freien Cashflow ist gut, aber ja, jetzt kommt das große Aber. Bei First Majestic ist nicht meine aktuell erste Wahl. Klar, ist gut gelaufen, aber tja, Gewinnmitnahmen schaden nicht. Gerade wenn sich hier, und ihr seht es, seit Januar die ganzen Wall Street Bets Jungs da draufgeschmissen haben, gab es natürlich eine sehr schöne Bewegung und ja, das war dann von meinen, mir hat das Kurs hier eigentlich gereicht bei 20 kanadischen und dann musst du halt in den Markt reinverkaufen, wenn dein Zielbereich erreicht wird, ja, wenn die dann halt entsprechend zu teuer ist. Und das war's meines Erachtens, weil sie haben Gesamtkosten von $15,92, ja, für eine Unze. US-Dollar, US-Dollar. Der Durchschnitt in der Branche ist aber nur $13. Das heißt, sie haben höhere Kosten in der Produktion. Gleichzeitig haben sie aktuell First Majestic Silver das 35-fache des freien Cashflows. Ja, also es gibt deutlich preiswertere Aktien im Moment als eine First Majestic Silber. Also ich denke nicht, dass hier eine starke Outperformance stattfindet, sondern im Gegenteil, wir haben jetzt heute einen Wochenschlusskurs unter diesem ersten Jahreswiderstand. Also es war vorher Support, also Unterstützungslinie. Wir haben drunter geschlossen und damit wäre jetzt aktuell ja, der Jahrespivot aktiviert und der liegt halt aktuell 30% tiefer. Ja, bei 10,66 liegt der Jahrespivot. Das heißt, durchaus kann das in den nächsten 2, 3 Wochen nochmal abrauschen hier runter. Nichtsdestoweniger im Anschluss, wenn dieser Abverkauf kommt, ist die Aktie auch wieder interessant. Ja, weil so $20 ist die schon wert, aber auch nicht mehr, zumindest aktuell. Ja, wenn der Silberpreis dann von 25 US-Dollar wieder hochgeht auf 30, 40 oder 50 US-Dollar, klar, geht die auch hoch. Aber dann denke ich, dürften andere Silberminen-Aktien, da gucken wir uns dann beim nächsten Video an, sonst wird das hier zu lang, besser performen und stelle ich dann euch im Teil 2 vor, der dann demnächst veröffentlicht wird hier auf dem Kanal. Also, aus fundamentaler Sicht aktuell kein Kauf. Da der Silberpreis noch ein bisschen runterkommen sollte, meines Erachtens, wird wahrscheinlich die Aktie auch noch mal runterkommen und ist halt wirklich auch ein Spekulationsobjekt im Moment. Von daher, mich würde es nicht überraschen, wenn er noch mal hier runterkommt, vielleicht so auf $12, da sich vielleicht so ein Abstauberlimit oder ein Wecker hinzulegen, ist nicht verkehrt. Dann kann man auch wieder zuschlagen bei der Aktie. Ansonsten, beim nächsten Mal kommen bei andere. Weil ihr hattet auch nachgefragt nach Endeavour Silber, Fresnillo, Wheaton Precious Metals, Pan American Silber, SSR Mining, Summa Silber wurde auch sehr oft genannt, Coeur Mining. Also, wir haben noch ein gutes 2 Dutzend, nee, 3 Dutzend auf der Warteliste, ob wir dann alle schaffen. Schauen wir mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch. Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Und ich sehe zu, dass wir schnellstmöglich dann auch noch ein paar andere Silberwerte angucken. Bei Gold ist meines Erachtens auch gerade wieder sehr spannend. Wir sind mitten in den Zielbereich, was ich euch im vorletzten oder drittletzten Video gesagt habe. Wir müssen nochmal runterkommen auf die 1700. Na, vielleicht auch aus 1650. Und wir sind jetzt unter 1700 US-Dollar. Also Gold wird jetzt auch spannend. Spannend. Ist ein extra Video, gehe ich auch gerne noch mal drauf ein. Und ich wünsche euch ein hervorragendes Wochenende. Genießt die Zeit bei euren Lieben und melde mich ab. Schönes Wochenende wünscht euch euer Stefan Bode hier aus Hannover.